Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Und ja, ich würde sagen, es läuft gerade eigentlich ganz okay für uns. Eventuell, ich weiß es natürlich nicht. Aber wir haben ein Jetpack. Ich weiß noch nicht, was ich mit einem Jetpack machen soll. Aber wir haben es schon mal. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Fluchtweg ist. Die Frage ist, von wo fliege ich los? Weil wir müssen ja im Prinzip irgendwie nach draußen erstmal kommen. Und das ist, glaube ich, für mich gerade so ein bisschen das Problem. Wo ist draußen? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also die Außenwände, das kann ich mir tatsächlich sparen. Da irgendwie großartig was kaputt machen zu wollen, das wird nicht funktionieren. Das war bei den anderen Gefängnissen auch so. Diese richtig harten Außenwände, die können wir nicht zerstören. Und das wird hier auch kein Unterschied sein. Deswegen gilt es quasi, einen Ausstiegspunkt zu finden. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt in diesen Fluchtkapseln. Das ist es aber wohl nicht. Das ist tatsächlich dann, ich glaube, diesen Escape Pods, also diesen Flugkapseln, ist dann wirklich der Multiplayer. Aber da habe ich jetzt auch nicht näher nachgelesen. Ich wollte mich in die selbst nicht spoilern. Und ja, also eine Möglichkeit könnte sein, dass hier nur links noch irgendwas ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier ist das Büro vom Chef quasi. Das könnte was sein. Ansonsten werde ich jetzt mal schnell die Außenwände ablaufen und gucken, wo wir vielleicht noch was haben. Das ist die Solitary. Da ist nix. Auch hier ist noch Solitary. Okay, also hier oben gibt es auch nichts. Hier kommen wir wieder in unseren Bereich rein. Hier geht es auch wieder nach unten. Also da ist auch nichts. Wo geht das hier hin? Gucken wir mal kurz hier noch rein. Hier ist der Generator auch oben. Sehr schön. Talkumpuder nehme ich mal mit. Die Pfeile brauche ich nicht zwangsweise. Und hier sind wir, glaube ich, angekommen. Da werden wir aber nicht rauskommen, glaube ich. Würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn das ein Weg wäre. Hier kommen wir nicht raus. Hier waren wir schon. Weiß ich nicht. Könnte interessant sein. Kann ich momentan noch nichts zu sagen. Gucken wir uns gleich mal von der Seite hier an. Kann ich da irgendwie mal sehen? Also hier ist eine. Wie komme ich denn da rein? Grün, rot, lila, durchschneiden. Das hier könnte eine Möglichkeit sein. Brauche ich aber drei Schlüssel für. Wird hart. Knurr. Schwierig, ey. Wie komme ich da raus? Wie komme ich hier raus? Hier komme ich auch nicht lang. Also, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass wir beim Chef vielleicht mal nachgucken sollten, weil das ist der einzige Bereich, den ich gar nicht einsehen kann. Also da oben rechts eben mit dem Zaun und sowas, das konnte ich auch noch einsehen. Könnte eine Möglichkeit sein, brauche ich aber sehr, sehr viele Schlüssel zu. Was ist das hier hinten?
Ne, das ist einfach nur ein freier Bereich, okay. Der einzige Bereich, den ich nicht anschauen kann, ist das hier unten. Ne? Könnte echt vielleicht was sein. Könnte was sein. In dem Hinblick brauche ich aber auf jeden Fall Rundschlüssel. Komm nicht rum. Drumrum. Komme ich nicht drumrum. Alter. Die sind echt hart im Nehmen, die Jungs hier. Gelber Schlüssel. Ich brauche einen roten Schlüssel und da ist er jetzt gerade mal wieder gelaufen, aber wie soll ich den zu mir locken? Ich weiß es noch nicht. Das ist echt eine harte Nummer. Das ist echt eine harte Nummer. Weil das Problem ist, ich kann ihn im Prinzip nicht außerhalb des Zellenblocks verhauen. Dafür muss er aber erstmal in den Zellenblock reinkommen. Wenn ich das außerhalb des Zellenblocks mache, muss ich einmal komplett entweder mit dem richtigen Schlüssel oder mit einem gefälschten Schlüssel durchs Gefängnis laufen. Das ist von vornherein zum Scheitern eigentlich verurteilt. Wobei, ich könnte mal ein bisschen Geschwindigkeit noch trainieren. Vielleicht hilft's was. Aber trotzdem, das ist zu strange. Dass der immer nur da lang läuft. So, schnell nochmal duschen und nochmal radeln. Es hilft ja nichts anders. Die sich alle gegenseitig auf die Schnauze hauen, ey. Kämpft doch nicht gegeneinander, kämpft miteinander und macht die Wachen fertig. Das ist doch das einzige Sinnvolle, was man hier drin machen kann. Gemeinsam seid ihr stark, ihr Nasen. Wenn ihr übrigens auch immer geil, dass nie in keinem Gefängnis, glaube ich, nach dem Sport Duschzeit ist. Die kommt immer irgendwie später, wenn man den ganzen Tag schon in seinem Mock rumgelaufen ist dann. Da ist er wieder, Mr. Roter Schlüssel. So. 85 Mäuse. Wo ist Mr. Rote? Roter Schlüsselman. Ich lauf dem jetzt nach. Ach. Ja, ich glotz dich an. Ich will, dass du weiterläufst. Der guckt er mich schon an, ne? Ja? Ja? Komm mal mit. Komm mal mit. Ist gut so. Komm mit. Sehr schön. Immer schön hinterher. Immer hinterher. Wir haben es gleich. Hier drüben bin ich. Und jetzt komm noch mit. Noch mit rüber. Komm mal mit. Scheiße.
Scheiße. Ich hab's verkackt. Aber ist gut. Jetzt hat er halt wenig Leben. Das heißt, ich krieg ihn beim nächsten Mal auf jeden Fall. Wenn er da noch da ist. Ich muss jetzt halt wieder warten. Da ist er. Es wird jetzt halt schwierig, den wieder zu ziehen, ne? Weil ich jetzt erstmal komplett durchs Krankenhaus getragen werde. Durch die Station zum Krankenhaus getragen werde. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder regenerieren. So. Wo ist er hin? Der ist da drüben. Komm mal mit. Komm mit. Scheiße. Schon wieder, ey. Braucht den mal kurz. Das wird jetzt gleich eine super knappe Kiste, Leute. Weil hier überall verkackte Wachen sind. So, wir haben einen Lockdown. Sehr gut. Mein ganzer Krempel ist jetzt weg. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass das in meinem Geheimversteck alles noch da ist. Was ich tatsächlich noch gar nicht gefunden habe, ist Feuerzeug. Aber ich habe auch noch nicht so viel gelootet, muss ich sagen. Aber ich habe noch nie so wenig gelootet wie in diesem Gefängnis. Und das muss ich jetzt noch nachholen. Ich brauche nämlich geschmolzenes Plastik. Ich habe schon einen Kamm bzw. Zahnbürste, geht beides. Dann kann ich mir meinen roten Fake-Schlüssel machen. Dann brauche ich noch eine Uniform. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach links. Und gucken uns das mal an. Vielleicht noch eine Contraband-Pouch. Ich hoffe, dass ich die schon machen kann. Ich habe aber gar kein Klebeband, fällt mir gerade auf. Ja, gut. Finde ich noch irgendwo. Nix. Machen wir jetzt einfach so lange unbeliebt. Es gibt immer 10% mehr. Ja, ist ja gut. Oh, und jetzt fangen sie wieder an, mich zu schlagen. Finde ich aber frech. Alter, es sind einfach viel zu viele Wachen hier. Viel zu viele Wachen. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. An einem Tag. Also man kann ja angeblich alle Gefängnisse an einem Tag packen. Ich weiß nicht, wie man das hier schaffen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ehrlich. Ich halte es für unrealistisch. Jetzt laufen da die blöden Hunde rum. Wo kriege ich eine verdammtes Feuerzeug her? Ach guck mal, Jacksepticeye. Vielleicht kann ich bei irgendeinem von meinen Kollegen was kaufen, aber ich glaube, die mögen mich alle nicht. Hätte jetzt eh keinen dabei gehabt. Klebeband hätte hier einer mal dabei, aber auch das ist relativ wurscht. Komm mal mit. So, was hast du?
Ah, Moment. Uniform. Braucht eine Uniform. So, und dann brauche ich noch ein Feuerzeug. Feuerzeug. Und potenziell hätte ich alles für einen Ausbruch, aber... Ah, sieh mal an. Das sind tatsächlich doch Menschen. Ja, guck mal hier. Das komische Ratsch-Musikbrett von dem einen Kerl. Zur Duschzeit gehe ich jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwann rächen, aber... Ich glaube, ich darf nicht während der Freizeit looten, weil dann haben die ganzen Wachen zu viel Zeit und sind zu nah. Komm, macht mich fertig. Aber ohne Feuerzeug wird's schwierig, tatsächlich. Wo bekomme ich das her? Wo bekomme ich ein Feuerzeug her? Weil looten ist ja irgendwie nicht möglich. Vielleicht gibt es hier irgendwie in diesem Weltraumstationchen ein Äquivalent dazu, aber ich glaube es ehrlich fast nicht. Kann sein, dass ich noch die ein oder andere Aufgabe annehmen muss. Damit ich das noch durchführen kann. Oh Junge, lass mich doch bitte in Ruhe, ey. Habe jetzt echt gerade keinen Nerv für. Läuft da die ganze Zeit der scheiß Hund rum. Also wenn man ihn so nennen kann. Den Metallklumpen. Ich krieg nur auf die Schnauze die ganze Zeit. Aber ich finde einfach kein Feuerzeug. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist eines der häufigsten Gegenstände im ganzen Spiel. Und ich krieg das nicht. Naja, gut. Jetzt muss ich erstmal wieder einmal komplett runterlatschen. Wenn ich auf der Weg noch an einem lootbaren Raum vorbeikomme. Ja, wobei, das könnte ich tatsächlich mal machen. Räume suchen, wo ich looten kann, ohne dass ich Aufmerksamkeit errege. Es gibt ja ein paar. Aber die Zellen sind halt so schön nah beieinander. Naja, gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.